Hi, mein Name ist Lara Lopez, ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Berlin. Ich habe hier im Vapiano meine Ausbildung abgeschlossen, verkürzt. Und mittlerweile bin ich eine Fachfrau für Systemgastronomie und arbeite hier als Manager in dem Restaurant. Dadurch, dass ich schon davor bei Vapiano gearbeitet habe, hat mich das halt sehr inspiriert, dort anzufangen. Also jeder meiner Arbeitstage verläuft halt immer ein bisschen anders, je nachdem, was ich halt für eine Schicht habe, ob ich Früh-, Mittel- oder Spätdienst habe, kann ich mich halt je nachdem darauf einstellen. Sich alle Rezepte zu merken, ist nicht schwierig dadurch, dass halt jeden Tag man wieder immer dazu kommt, die Rezepte immer und immer wieder neu zu wiederholen, dadurch, dass man halt die Arbeitsprozesse jeden Tag wiederholt und dadurch ist es halt relativ einfach, sich die ganzen Rezepte zu merken. Also im dritten Ausbildungsjahr habe ich ca. 850 Euro netto verdient und es staffelt sich halt immer, je nach Ausbildungsjahr kriegt man halt immer ein bisschen mehr und hat dadurch, dass wir halt unsere Tarifverträge haben und die sich halt immer ändern, könnte sich das halt auch in positive Richtung nach oben verändern. Und mittlerweile als Schichtleiter verdiene ich auf jeden Fall mehr. Positiv an der Ausbildung ist auf jeden Fall, dass man unglaublich viel Erfahrung sammelt und neue Leute kennenlernt, viel mit Leuten zu tun hat, viel mit Leuten arbeitet und natürlich halt Verantwortung übernimmt. Und das ist auf jeden Fall positiv an der Ausbildung. Negativ ist natürlich, dass es anstrengend ist, aber welche Ausbildung ist das nicht? Also im Endeffekt, ja, Gastronomie ist halt eine Sache für sich, muss man halt wissen, ob das halt was für einen ist. Das Gerät, mit dem ich am liebsten arbeite, ist auf jeden Fall die Kaffeemaschine. Damit arbeite ich auch am meisten, dadurch, dass ich halt so viel Kaffee trinke. Ein Eigenartiges passiert ist, hier kommen halt jeden Tag sehr viele verschiedene Menschen vorbei, vor allem am Alexanderplatz. Du siehst hier halt sehr viele eigenartige Menschen, wie Schauspieler. Elias Mbarek war mal zum Beispiel bei uns. Also zum Abschluss würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Ausbildung sehr weiter zu empfehlen ist, weil man halt hier sehr weit nach oben kommen kann. Man hat halt viele Möglichkeiten danach, sich zu orientieren. Man hat halt nicht nur eine Richtung, die man verfolgen kann, sondern halt mehrere Wege, um halt das zu machen, was man dann halt im Endeffekt möchte.